Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Season 4 ist seit gestern an den Start gegangen, mit Season 4 natürlich ein fetter Patch mit extrem vielen Patch Notes. Hauptsächlich betrifft der Patch natürlich die Waffenmeta, da hat sich so viel getan, es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Schluss dran zu bleiben. Optisch zeige ich euch natürlich auch in der Firing Range ein bisschen was. Den Ranked-Modus werde ich der Vollständigkeit halber kurz ankratzen, habe ich schon mal drüber berichtet. Es ist alles so eingetroffen, wie ich es schon mal erzählt hatte. Waffenänderungen habe ich gerade schon erwähnt, das ist wirklich sehr, sehr viel. An zwei Legenden wurde ein bisschen geschraubt. Skill-Based Matchmaking wird offiziell endlich mal erwähnt, da wurde wohl ein bisschen was gemacht. Ich habe es mir noch nicht genau durchgelesen. Die Strafen sind bekannt für alle, die aktiv richtig heftig Dashboarding benutzt haben. Dann gibt es noch eine neue Funktion, die ich richtig geil finde, die ich mir schon seit Ewigkeiten wünsche. Für alle, die eine größere Liste an favorisierten Skins haben für eine einzige Legende. Was weiß ich, habe zum Beispiel 4 legendäre Skins. Ihr könnt euch zwischen den Skins nicht entscheiden. Es gibt endlich eine Favoritenliste, die ihr erstellen könnt. Zeige ich euch ganz zum Schluss, wie das funktioniert. Bleibt bis zum Schluss dran. Ein Zufallsgenerator entscheidet dann für euch, welcher Skin in der nächsten Runde aktiv ist. Absolut geile Funktion. So, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, lasst natürlich wie immer dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid. Wenn ihr nichts rund um Apex Legends, gerade was Informationen betrifft, verpassen wollt, also Daumen da lassen, Abo da lassen. Viel Spaß jetzt bei den Patch Notes. Der Vollständigkeit halber fange ich einfach mal mit dem Ranked-Modus an, auch wenn die meisten Änderungen dort schon bekannt sind. Also, wir starten natürlich wieder 1,5 Ränge unter dem Rang, wo wir Season 3 beendet haben. Besonderheit, es gibt jetzt einen Split und einen zweiten Split. Der erste Split geht jetzt 6 Wochen auf dem World's Edge. Wenn der Split vorbei ist, werden wir wieder 1,5 Ränge zurückgestuft und starten dann den zweiten Split 6 Wochen lang endlich auf dem King's Canyon. Das freut die meisten auf jeden Fall schon mal. Und die nächste Besonderheit, habe ich auch schon mal drüber gesprochen, zwischen Diamant und Predator gibt es jetzt einen neuen Rang. Und zwar nennt er sich Apex Masters, wenn ich mich jetzt nicht völlig vermache. Und die Besonderheit, jede Plattform, quasi PlayStation, Xbox und PC, kann maximal nur 500 Predator-Spieler haben. Das heißt, wenn du auf der PlayStation Rang 500 erreicht hast, bist du noch der letzte Predator. Wenn dich aber einer punktemäßig überholt, fliegst du auf Platz 501, bist dann Ranked Master und nicht mehr Predator. Und du kannst bis kurz vor Schluss auf Predator vielleicht sein und kannst von dem Rang wieder runterfallen, was ich eine absolut heftige Sache finde. Also auf jeder Plattform maximal 500 Predator-Spieler bis zum Schluss. Viel Spaß, wer da Bock drauf hat, mega zu fighten. Ich halte mich definitiv da raus. Es ist aber eine geile Änderung, wie ich finde. Kurz noch angemerkt, über den Revenant und die Sentinel mache ich jeweils ein extra Video, damit das Video nicht zu lang wird, denn den Revenant möchte ich euch einmal nochmal richtig vorstellen. Die Sentinel logischerweise, den Battle Pass mache ich nochmal ein extra Video und über die Map-Änderungen spreche ich jetzt nicht, die sind so offensichtlich, dass ich da denke ich nicht viel zu sagen muss. Jetzt zu ein paar kleineren Änderungen, bevor wir in die Firing Range springen und ein bisschen was über die Waffen zeigen. Der Turbolader als allererstes, der ist komplett aus dem Loadout verschwunden und kann nicht mehr ausgewählt werden. Die Devotion tauscht ihren Platz mit der Elster, auf Deutsch, die Devotion ist jetzt eine goldene Airdrop-Waffe, kann quasi nur noch in den Airdrops gefunden werden und die Elster ist jetzt eine Standard-Loadout-Waffe. Was ich davon halte, später mehr an der Firing Range. Dann gibt es endlich wieder ein paar mehr goldene Waffen im Spiel zu finden, wie zum Beispiel, was heißt wie zum Beispiel, ich nenne euch natürlich alle, die Havoc, die P2020, die Sentinel, die Prowler und die 301. Endlich, die gab es in Season 1 und 2 schon auf dem King's Canyon, mal abgesehen von der Sentinel logischerweise, bei der Havoc bin ich jetzt gar nicht so sicher, ob es die in Gold gab. Ob jetzt andere goldene Waffen wie die Flatline zum Beispiel rausfliegen, weiß ich nicht, ich glaube es aber nicht. Jetzt springen wir direkt mal in die Firing Range und danach gehe ich alle Waffen nochmal durch, wo sich an den Magazingrößen, an der Feuerrate und so weiter noch irgendwas geändert haben sollte.
Fangen wir direkt mal mit der offensichtlichsten Änderung mitunter an, was die Waffen betrifft, und zwar die Sniper. Die G7 lasse ich jetzt außen vor, denn das ist einer der Änderungen, die sehr interessant sind. Die G7 ist jetzt keine Sniper mehr. Die Kraber lasse ich jetzt komplett außen vor bei dieser Geschichte. Es geht jetzt um die Sentinel, das Elektrogewehr, die Longbow und die Triple Take. Sie alle teilen sich jetzt ein und dieselbe Munition, die ist neu dazugekommen. Und zwar ist es die spezielle Scharfschützenmunition. Wenn ihr die Munition einmal aufhebt, habt ihr in eurem Inventar insgesamt 10. Hebt ihr noch eins auf, ist es maximal auf 20 stapelbar. Und wie ihr, wie gesagt, seht, das Elektrogewehr oder auch die Triple Take haben jetzt beide keine Energiemunition mehr, was ich sehr, sehr geil finde. Und für jede dieser Waffen, außer für die Charge Rifle. Die Charge Rifle ist die einzige Waffe, die kein erweitertes Magazin aufheben kann. Sie hat von Grund auf 4 Schuss, so wie sie letztens schon gepatcht wurde. Ihr könnt quasi nur einen Schaft aufheben und ein Visier drauf machen. Das sind eigentlich die kompletten Änderungen zu allen Sniper, bis auf die G7 und die Kraber. Nächste fette Änderung an der Devotion. Die Devotion haben sich viele beschwert, dass die zu krass ist, die sollte gepatcht werden. Ich war derselben Meinung, auch wenn ich sie sehr, sehr gern gespielt habe. Ihr seht sicherlich selber schon, die Devotion ist jetzt eine goldene Airdrop-Waffe und ist aus dem Standard-Loadout rausgeflogen. Ihr habt jetzt quasi standardmäßig, was echt heftig ist, 54 Schuss in einem Magazin und maximal 108 Reserve, findet also keine Reservemunition, ist klar. Was auch auffällt, ihr seht die Aufsätze nicht mehr. Warum auch? Man kann von den goldenen Waffen eh keine Aufsätze runternehmen. Ihr habt standardmäßig auf dieser Waffe dieses blaue Rotpunktvisier drauf. Und ich würde mal sagen, sie fühlt sich so an, als wäre der Turbolader mit inbegriffen. Auch falls ich das nämlich noch nicht erwähnt habe, der Turbolader ist komplett als Hop-Up aus dem Spiel geflogen, wie es auch damals schon bei der Unterbrechermunition für die Alternator war, was ich auch nicht so verkehrt finde. Als nächstes, weil wir einmal hier stehen, kommen wir zur Mastiff. Da wurde etwas, ich sag mal, gepatcht, wo ich dachte, das ist eine Funktion, es ist tatsächlich eine Bugbehebung. Der ein oder andere kennt es vielleicht, eine extrem hohe Feuerrate der Mastiff. Diesen Bug hatte ich selber und wurde auch selber sehr, sehr häufig Opfer von diesem Bug, bei dem ich nochmal betont, ursprünglich dachte, so schießt die Mastiff nun mal. So wie ich jetzt hier rumballer, ist die Standardfeuerrate und wie gesagt, der Bug, diese schnelle Feuerrate, die war locker 3-4 mal so schnell, wenn ich jetzt mal nicht übertreibe. Also, das wurde behoben, was ich natürlich sehr, sehr geil finde, ohne Scheiß. Gerade beim Gran Zuari Event, was vor kurzem zu Ende gegangen ist, wo man den Duo-Modus mit den goldenen Waffen spielen konnte, ganz am Anfang, hat man ja die Mastiff extrem häufig gefunden und da wurde man extrem häufig auch Opfer von diesem Bug. So, weil ich einmal hier hinten stehe, gehen wir direkt zum Energiewaffenregal. Ihr seht, das Energiewaffenregal ist komplett nach links verschwunden. Und ihr seht nur noch zwei Waffen, sprich die Havoc und eine Neuerung, die ich ganz ehrlich nicht begrüße. Die L-Star wurde im Gegenzug zur Devotion, die wir hier sehen, was ich ja vorhin schon gesagt habe, jetzt zu einer Standard-Loadout-Waffe. Ich bin wirklich kein Fan von dieser Änderung. Alleine mein Stammmate Halbsteif hat es vorhin bestätigt, der hat mal eben die Waffe ganz am Anfang gefunden und hat gleich mal ein gegnerisches Squad alleine nur mit der Elster geholt. Ich bin kein Fan von dieser Änderung. Zählt euch einfach mal, man braucht A nicht nachladen, die Waffe hat ja einen Überhitzungsschutz. Wenn ihr den beachtet, könnt ihr theoretisch fast, wenn ihr ein bisschen aufpasst, fast unendlich krass feuern. Ihr findet immer wieder Munition. Die Elster ist meiner Meinung nach zu krass, auch wenn sie ein bisschen runtergepatcht wurde. Ich bin kein Freund von dieser Veränderung, bin ich ganz ehrlich. Kommen wir zur G7. Dort wurde ordentlich geschraubt. Leider muss ich diejenigen, die hoffen, dass der Grundschaden, der Headshot-Schaden reduziert wurden. Nein, immer noch 34 Körpertreffer. Moment, der Double Tap war an. 34 Körpertreffer, 68 Headshot. Aber die G7 gehört jetzt nicht mehr zu den Sniper-Rifeln. Hat sich für mich von Anfang an nie wie eine Sniper angefühlt. Deswegen ist die Änderung in Ordnung. Dadurch ändern sich auch ein bisschen die Aufsätze. Ihr seht es jetzt hier. Wir haben hier den Laufstabilisator. Und hier stehe ich jetzt ohne Scheiß wirklich auf dem Schlauch. War die G7 nicht von Anfang an schon fähig, einen Laufstabilisator zu tragen? Ich bin mir jetzt gerade absolut nicht sicher. Egal, sei es drum, auf jeden Fall kriegt sie jetzt einen Standardschaft und nicht mehr den Scharfschützenschaft, was klar ist. Weiterhin bleibt der Double Tap bestehen.
aber wir können keine Sniper-Visiere mehr auf die Waffe machen. Also zumindest was das 4 bis 8 und das 10-fach Visier und das 6-fach Visier anbelangt. Das 2 bis 4-fach können wir immer noch auswählen. Dann wurde an der Feuerrate beim Double Tap und der Standardfeuerrate ein bisschen was geändert, was ich begrüße, weil die Waffe wirklich zu mächtig ist. Ob diese Änderung jetzt reicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich denke, da ist noch ein bisschen was drin, aber sie fühlt sich schon ein Stück weit schwächer an. In Zahlen ausgedrückt, die Feuerrate wurde von 4,5 auf 4 Schuss reduziert. Zieht es euch einfach mal rein. Es ist immer noch sehr, sehr flott. Finde ich, gehen wir nochmal auf den Dummy und ballern hier so ein bisschen. Ich finde es immer noch zu schnell. Gehen wir jetzt mal auf den Double Tap. Beim Double Tap wurde die Feuergeschwindigkeit von 4,25 Sekunden auf 4,75 Sekunden erhöht. Ich finde, das ist minimal spürbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du dann auf den nächsten Gegner wechselst, hast du den trotzdem relativ schnell runtergerotzt. Aber ich finde, das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Man merkt auf jeden Fall, dass die G7 ordentlich was abbekommen hat, was auf jeden Fall dringend notwendig war. Jetzt gehe ich nochmal jede einzelne Waffe durch, wo ich nicht bis ins Detail hineingegangen bin. Vorab noch, das habe ich vergessen zu erwähnen, und zwar die Energy Ammo. Wenn ihr die jetzt aufhebt, hebt ihr immer 30 auf, nicht mehr 20. Das haben sie geändert. Und natürlich sind die erweiterten Magazine für die Energiewaffen rausgeflogen. Das war ja schon kurz vor Ende Season 3 so. Das nur der Vollständigkeit halber. Jetzt reden wir erstmal über die Elster. Ich lese das alles, wie gesagt, ein bisschen ab. Die Elster habe ich ja, habt ihr ja gerade auch gesehen, die ist ja jetzt eine Standardwaffe. Die Elster muss jetzt nicht mehr nachgeladen werden. Quasi auch bei der Überhitzung nicht mehr nachgeladen werden. Sie sollte jetzt in Feuerstößen gehandhabt werden, wie eigentlich vorher auch schon. Der Schaden wurde pro Schuss von 19 auf 18 reduziert und die Feuerrate ist jetzt von 12 auf 10 gesunken. Und der Rückstoß in der horizontalen wurde etwas reduziert. Die Devotion haben wir ja gesehen, habe ich schon drüber gesprochen. Die Havoc habe ich auch schon gesagt, kein Turbolader mehr, aber der ganz normale Hop-Up, wo man Einzelfeuermodus schießen kann, der ist immer noch, das ist klar. Und die Feuerrate zwischen diesen Einzelfeuerschüssen wurde auch reduziert. Kann ich in Zahlen jetzt nicht interpretieren. Hier steht von 77 auf 56. Das ist für mich nicht wirklich eine Zeitangabe. Deswegen interpretiere ich da jetzt mal nicht zu viel rein. Kommen wir zur R99. Auch ein paar interessante Änderungen. Der Schaden pro Schuss wurde von 12 auf 11 reduziert. Eine Änderung, die ich begrüße, ist einfach so, wenn du einen lila Mech hast, rasierst du alles weg. Dann wurden verschiedene Magazingrößen etwas verändert. Das Standardmagazin wurde von 18 auf 20 erhöht, finde ich eigentlich ganz cool. Das weiße Magazin von 20 auf 22, das blaue von 23 auf 24 und das lila Magazin bleibt bei 27 Schuss stehen. So, dann kommen wir zur Prowler. Da wurde der Grundschaden von 14 auf 15 Schaden pro Schuss erhöht. Ist nicht viel, kann aber für ein gesamtes Magazin von einem lila Magazin 35 Schuss verdammt viel ausmachen. Also insgesamt 35 Schaden insgesamt, wenn du alle Kugeln triffst. Das ist schon ein ordentliches Ding. So, dann haben wir bei der Hemlock eine Einzelfeuerratenerhöhung. Das heißt, wir schießen etwas langsamer. 5,6 auf 6,4. Nein, wurde erhöht. Wir können noch schneller schießen. Ich habe es falsch interpretiert. Also wir können jetzt 6,4 statt 5,6 Schuss pro Sekunde raushauen. Heftige Änderung. Die Hemlock, finde ich, hat meiner Meinung nach eigentlich mal einen Hop-Up verdient, weil die Hemlock ist nicht gerade die krasseste Waffe, zumindest für meine Begriffe. So, dann haben wir an der Wingman. Da wurde ein bisschen was gebastelt. Und zwar die Standardmagazingröße wurde von 4 auf 5 erhöht. Das weiße Magazin bleibt bei 6 Schuss. Das blaue Magazin wird von 8 auf 7 reduziert. Und das lila Magazin von 10 auf 8 Schuss reduziert. Auch eine Änderung, die ich begrüße. Gerade wenn man kein Magazin hat, finde ich 5 Schuss eigentlich absolut optimal. Kommen wir zur IVA 8. Double Tap Delay. Okay, zwischen den Bursts, sorry, da habe ich jetzt ein bisschen länger gebraucht, zwischen den Bursts sind jetzt keine 0,85 Sekunden, sondern 0,8 Sekunden vergehen zwischen den Schüssen.
ist jetzt nicht der Welt. Über die Mestev habe ich schon gesprochen. Jetzt kommen wir noch zu zwei Änderungen bei den Legenden und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Wie gesagt, bleibt bis zum Schluss dran. Ich möchte euch das mit der Favoritenliste noch zeigen, was wirklich interessant ist. Beim Bloodhound gibt es jetzt eine Funktion, die ich eigentlich richtig geil finde. Da lohnt es sich vielleicht, den Bloodhound wieder ein bisschen öfter zu spielen. Wenn ihr sein Ulti aktiviert und ihr jemanden downt, einen Gegner, erhöht sich eure ultimative Fähigkeit um 5 Sekunden timermäßig und das ist stapelbar, kann quasi über die Ursprungszeit hinaus gestapelt werden. Ist eine absolut krasse Änderung. Ich bin mal gespannt, weil der Bloodhound wird augenscheinlich wirklich nicht ganz so häufig gespielt, wie man das eigentlich vermuten könnte. Dann wurde am Krypto noch ein bisschen was geändert. Der EMP zerstört jetzt nicht mehr befreundete Schilde eines Gibraltars, also diese Kuppel, um es genau zu sagen. Dann gibt es wieder eine kleine Litanei, was heißt eine kleine, meistens ist es eine größere, von Bugfixes, da werde ich auch nicht drauf eingehen, weil das einfach immer viel zu viel ist. Auch oft Sachen, die überhaupt keiner so richtig mitbekommen hat. Kommen wir zum Skill-Based Matchmaking. Dort hat sich Respawn endlich mal zu Wort gemeldet und es wird geschrieben, grob übersetzt, dass Skill-Based Matchmaking A von Anfang an schon drin sein sollte im Spiel. Also seit dem Release. Vielleicht nicht ganz so spürbar. Jetzt in der letzten Zeit hat Respawn das Skill-Based Matchmaking etwas verbessert, hat das aber nur in bestimmten Regionen erstmal nur getestet. Dieser Test bzw. die Änderungen sollen jetzt weltweit seit Season 4 aktiv sein. Inwieweit da was verändert wurde, das wurde nicht erwähnt und sie sind aber dran, das weiter zu verbessern und zu verfeinern. So viel zum Skill-Based Matchmaking. Die Informationen rund um die Bestrafungen muss ich euch leider enttäuschen. Ich finde leider diesen Artikel nicht mehr. Ich habe nämlich heute Morgen noch etwas gelesen, dass verschiedene Spieler auf Bronze wohl zurückgesetzt werden und wohl zum Beispiel die Belohnung nicht bekommen. Ich habe jetzt alles durchgeforstet, ich finde diesen Artikel leider nicht mehr. Deswegen möchte ich hier diesbezüglich jetzt keinen Blödsinn erzählen und halte, was die Bestrafung betrifft, einfach meine Klappe. Zu guter Letzt, wie versprochen, zeige ich euch jetzt die Favoriten, wie man die einstellt. Ihr geht jetzt natürlich ganz normal in die Legenden rein. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf Wraith, denn da habe ich ein paar richtig schöne Skins. Ihr seht jetzt hier schon an zweiter Stelle zufällige Favoriten oder zufälliger Favorit. Das wählt ihr auf jeden Fall schon mal mit Viereck auf der PlayStation aus, damit das auch aktiv ist. Als nächstes geht ihr einfach mal auf einen Skin, der euch mit am meisten gefällt, also welcher euer Favorit logischerweise ist, drückt auf der PlayStation Dreieck und dann habt ihr hier einen kleinen Stern, der euch zeigt, ihr habt den in eurer Favoritenliste jetzt drin. Gehen wir mal noch ein bisschen weiter, welche gefallen mir noch? Der hier gefällt mir sehr, sehr gut. Einmal Dreieck gedrückt, ist jetzt in meiner Favoritenliste. Der Nichtswandler sowieso mein Lieblingsskin. Okay, diese drei Skins sollen es in meiner Favoritenliste gewesen sein. Wie gesagt, vergesst hier an der Stelle nicht das Häkchen zu setzen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und hier bleibt mir nur noch zu sagen, ich gehe davon aus, dass diese Favoritenliste sicherlich auch irgendwann für die Waffen kommt, ist jetzt aktuell aber erstmal nur für die Legenden auswählbar. Das ist eine Funktion, die wünsche ich mir wirklich schon sehr, sehr lange. Das soll es von dem Video jetzt gewesen sein. Ich hoffe natürlich wie immer nochmal nachträglich dem Video einen Daumen da lassen, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr keine Livestreams, Tipps und Tricks und Informationsvideos über Apex Legends verpassen wollt. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Morgen ist dann das Battle Pass Video dran. Schaltet dann natürlich auch ein, würde ich mich sehr drüber freuen. Bis morgen, bis dann, wie auch immer. Haut rein, ciao.